Bist du eigentlich noch effektiv? Jo, bist du. Bist umgeben von Baumfarmen und Häusern und einem Feld, einer Kneipe. Du machst immer noch schön dein Essen und dein Leder. Sehr gut. Das Experiment war super. So, wir haben keine Obdachlosen. Wir sind bei 5 Herzen. Das ist hammergeil. Oh, Student, Laborer, geboren, Laborer. Er kommt nicht auf die 20. Aber es geht immer mehr Leute hier hin. Also jetzt nicht so, dass ein Klassenzimmer proppenvoll ist und ein armer Lehrer da vorne rumfuchtelt. Das ist schon mal schön. Also für den Lehrer. Neues Kind. Aha, da kommen die neuen Studenten. Gut. Also es hat Sinn gemacht, das früher zu aktivieren. Weil da kommen gleich ein paar mehr Studenten auf einmal. Feuerholz erholt sich auch. Kohle nicht so wirklich. Müssen wir eventuell das wieder umstellen. Das Ding ist auf 40%. Yeah. Kohle. Eigentlich würde ich echt gerne die beiden Häuser hier, also den Schmied, umverlegen und das Haus da abreißen, um hier eine Straße runter zu machen. Oder hier schräg eine Straße rüber, aber dann ist das alles total für den Arsch. Also wo welche Gebäude stehen und so weiter. Weil eine schräge Straße, da kann man nicht so gut Gebäude ranbauen. So, Trader, was hast du Schönes? Zeug. Okay. 1000 Bohnen gegen 1000 Squash. 1000 Korn. Chestnut, 1000. Ich glaube, so viel kriegen wir nicht aus unserer Dingensfarm raus. Ich ergänze mal ganz kurz ein bisschen. So. Kartoffeln haben wir. Beeren. Beeren ist super, daraus kann man Alkohol machen. So, 4000 sind wir jetzt schon. 4000. Nimm. Wir wollen keine Bohnen haben, danke. Aber wir nehmen noch Walnuts, so. 5000 Bohnen. Es könnte gleich einen kleinen Einbruch geben bei der Nahrung. So. Und als Dreingabe bekommst du noch 20 Hidecodes. Bitteschön. Und dich schicken wir nicht los, irgendwas Besonderes. Oh, doch, warte mal, wir schicken dich los. Kannst Kohle holen? Nee, dich schicken wir los, Beeren zu holen. Obwohl, nee. Komm, Eisen. Stein. Jedes Mal. Und weg mit dir. Also alle Trader, die Eisen und Stein holen können, holen gefälligst auch Eisen und Stein. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir langsam nicht vielleicht keine Bohnen mehr... Genau, wir haben keine Bohnen mehr. Also das Bohnenfeld muss auch aktiviert werden. Sobald wir genug Leute haben. Und die haben wir auch. Okay, also Bohnenfeld aktivieren. 3 mehr Farmer zum Bohnenfeld bitte. Sonst, genau, sonst verlieren wir wieder Herzen, weil wir nicht genug verschiedenartige Nahrung haben. Kohlköpfe haben wahrscheinlich auch keine mehr. Cabbage. Nö, null. Ärgerlich. Okay, und du schalt mal deinen Vorrat an Bohnen aus. Bohnen da. Null. Alle Bohnen bitte wieder raus. Dann haben wir zwar nichts zum Tauschen gerade, aber das ist okay. Haben wir anderweitig irgendwas ganz, ganz, ganz viel. Fisch haben ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Fleisch. Nö. Also ich kann nicht sagen, wir haben von einer Essensart viel zu viel. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Wir sind auf magischer Weise wieder auf 21 Essen, weil es aus dem Trade Hub hier rausgelagert wurde. Oh, Blitzeis. Stimmt, wir spielen immer noch auf 10-facher Geschwindigkeit, ne? Weil ich das so lange anhaben wollte, bis wir das Bevölkerungsproblem im Griff bekommen haben. Ja, es könnte noch ein bisschen dauern. Also wenn wir auf 100 stabilen Leuten sind, dann können wir ein bisschen runterschrauben und an der Expansion des Dorfes arbeiten.
und eventuell auch einfach mal ein paar alte Gebäude abreißen und neue hinbauen, um das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten. Du produzierst fleißig dein Holz. Aber nicht mehr viel, weil du nur noch einer bist. Feuerholz sieht auch nicht ganz so gut aus. Ist der Vorrat hier schon wieder aufgefüllt? Ja, ist er. Okay. Trotzdem könnte das schneller ein bisschen mehr werden. Wir haben jetzt zwei Leute, die durchgehend hacken. Ist nicht so wirklich verständlich. Und noch mehr Kinder. Ja, okay. 2020, ja? Na gut, wir müssen erstmal auf die 100 Erwachsenen kommen. Dann können wir 2020 halten. Und wenn wir dann merken, dass es unter 2020 fällt, dann bauen wir einfach ein neues Haus. Pro Jahr. Und gucken, wie dann die Rate so ist. Es wäre nämlich schön, so eine Art, naja, Pi mal Daumen Plan zu haben, wie man mit der Expansion voranschreitet. Also diese Schwungartige, wie ich es gemacht habe, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ist nicht so toll, weil dann alle gleich alt sind und gleichzeitig sterben. Sondern dass man gucken kann, bei den und den Werten baue ich ein Haus. Und wenn es dann wieder unter die und die Werte kommt, baue ich wieder ein Haus. Und dass man dann so eine gleichmäßige Wachstumskurve hat. Du wirst genutzt? Ja, du wirst genutzt. Sehr gut. Aber was kann ich denn jetzt noch machen? Also Kohle ist mau, aber es wird gerade abgebaut. Richtig, von drei Leuten nur. Das muss reichen. Also für den Schmied, für die Werkzeuge. Wir haben genug Werkzeuge, wir haben genug Kleidung, wir haben fast kein Eisen. Also wenn mein Plan aufgeht, kommt gleich Dean wieder, den wir ja dismissed haben mit Steinen. Das heißt, er müsste jetzt mit Eisen wiederkommen. Außer es ist einfach nur Zufall, aber das werde ich dann ja gleich sehen. Den kaufe ich ihm 66 ab, aber das ist auch nicht so viel. Ich habe das Ding da weggeklickt. So. Und sonst schicken wir wieder ein paar mehr Leute in die Mine und stellen sie Weisen um. 23 Studenten. Ha, sind die Sechslinge. Student. Ja, oh, goodie. Schule ist halb voll. Schule ist dreiviertel voll. Wir brauchen eventuell eine dritte Schule. Ich hoffe mal nicht. Oh, da kommt der Händler. Essen ist bei 18.000, Ernte wird schon eingeholt. Ja, nicht ganz. Trade, Rinder. Können wir bei dir irgendwas anderes Tolles bestellen? Nö. Weg mit dir. So. Jetzt wird Ernte eingeholt. Das heißt, das Ding, das ist gleich wieder ratzevoll. Wir haben 9 Laborer, das ist sehr gut. Die schicken wir gleich mal in die Mine. Wir haben 2 Bilder, die nichts zu tun haben. Steinweg ist fertig. Ja, warte mal, mach mit dem Steinweg gleich mal weiter. Wir hätten dann gerne... Drehen. Kann das nicht wirklich gut erkennen wegen dem Schatten da. Achso. Hier bitte auch ein Steinweg. Da zwischendurch ein Steinweg. Hier ein Steinweg. Da ein Steinweg. Und diese komische schräge Straße wird ja doch anscheinend recht gut benutzt. Dann halt hier auch noch ein Steinweg. So, jetzt werden gleich wieder alle meckern, dass wir nicht genug Steine haben. Das ist okay, dann kommen sie alle in den Steinbruch. So. Essen ist bei 23.000 oder 24.000 rum nach der Ernte. Das scheint mir okay zu sein. Fast voll. Wo ist unser neuer Storage Barn? Auch fast voll. Ja, sehr gut. Also 23.000, 24.000. Behalten wir es im Auge. Wenn es unter 20.000 fallen sollte, nach einer Ernte, wird das nächste Feld aktiviert. Oder wir haben ganz, ganz viele neue Laborer. Dann aktivieren wir das Feld einfach nur so für mehr Nahrungsergänzung und bauen noch ein, zwei Storage Barns einfach irgendwo in die Pampa. Also hier hin zum Beispiel. 50%. 40%. Oh, weia. Oh, Laborer. Kind, Laborer. Sehr schön. Feuerholz macht mir momentan echt Probleme. Ich stelle mal die Forester wieder hoch.
Du, hier dürfen zwei arbeiten. Hier dürfen auch zwei arbeiten. Wir hatten noch einen dritten, ne? Das ist ein Herbalist. Was mit dir? Oh, du hast ein Limit erreicht. Höheres Limit, würde ich sagen. So. Forester, hier dürfen wir auch zwei arbeiten. Dadurch haben wir jetzt wieder mehr Holz, das reinkommt. Wo ist der Forester? Da. Also wir haben wieder mehr Holz, das reinkommt. Nee, nicht das wegklicken. Mehr Holz, das reinkommt. Weil ich will auch gleich wieder mehr Holz verbrauchen durch noch einen Woodcutter. Damit wir mehr Material zum Tauschen haben. Und auch immer genug Feuerholz. Weil ich will gar nicht erst, dass irgendjemand anfängt zu meckern von wegen, ich habe kein Essen oder ich habe kalte Füße oder irgendwas in der Richtung. Die sollen alle super tolle Mäntel haben, die sollen alle durchgehend Feuerholz und sogar Kohle haben. Alle Steinhäuser, alles super. Du bist ein Holzhaus, das ist nicht gut. Kann nicht so wirklich viel umbauen, gerade weil wir nicht genug Eisen haben. Ich stelle dich mal wieder um auf Eisen. Ich schicke noch ein, zwei Leute in die Mine. So. 24, 31. Aber Laborer sehen langsam gut aus. Wir waren ja zwischenzeitlich auf 60 runter, glaube ich. Also vor den Nomaden. Okay. 10 Eisen. Kohle und Stein sieht nicht so gut aus. Feuerholz erholt sich. Oh, zeig mir mal ganz kurz die Statistik für die Kinder. Da waren die Nomaden. Uff. Und seitdem. Richtig schön hoch. Wo sind die Kinder? Da. Also komisch. Ich hätte bei den Kindern irgendwie so eine Kurve erwartet. Aber die Kinder wurden wohl doch recht schnell zu Studenten, die Studenten dann zu Erwachsenen. Ja, das sieht schon eher gut aus. Also, da haben wir angefangen zu spielen. Da war unsere erste Todeswelle. Da war unsere zweite. Da sind primär Studenten gestorben. Kinder geboren. Okay. Sehr komisch. Eisen erholt sich ganz langsam. Stein geht so. Ich schicke mal wieder ein paar mehr Leute zu den Stonecuttern. Wenig Eisen. Ja, tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Wie viele Holzhäuser haben wir eigentlich noch? Weil dafür will ich das Eisen gerade benutzen. Wir haben nur noch ein Holzhaus. Ernsthaft? Okay. Dann baut man das letzte Steinhaus. Oh, und Trader. Pause. Wow. Was zur Hölle? 800 Eisen. Muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Das kriege ich nicht hin, oder? Bam, 3600. So, 1400 Feuerholz würden wir gern vertauschen. 100, das würden wir gern vertauschen. 59, das würden wir gern vertauschen. Kommen wir damit hin? Ja, ne? Ja, komm. Was? Nicht genug Platz? Ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft? Aber es kommt doch unser Zeug weg. Warte mal, das machen wir in kleinen Häppchen. Die weg, die weg, die weg. So, ein kleines Taschengeld oben drauf. Tauschen. Einstellen, dass kein Feuerholz mehr eingelagert werden soll, sonst haben wir gleich ein Problem, weil den Leuten das Feuerholz aus der Tasche gezogen wird, damit der Trade-Up hier gefüllt werden kann. So, 95% voll. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, dass das hier leer gemacht wird.
Zumindest so ein bisschen. 90% voll. Okay, Early Summer ist der Trader angekommen. Ich denke, man bleibt nur bis Ende Sommer. 80% voll, 88. Beeilung, 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 Beeilung. Wir haben schon Sommer.